Weißer Linie. Waffer, zweiter Aufschlag von Alexandra Frisai, die Französin mit Problemen. Und in der Konsequenz das Rebreak von Martina Hingis und Anna Kurnikova kommen heran auf 3 zu 4 im dritten und entscheidenden Satz. Frisai und Tosia hatten die knappste Auseinandersetzung in der Runde zuvor gegen Likučeva Sugiyama, gewannen mit 11 zu 9 im dritten Satz. Ihren ersten Grand Slam-Titel hat ja Martina Hingis auch im Damen-Doppel gewonnen. Vor mittlerweile 3 Jahren in Wimbledon an der Seite von Helena Suková aus der Tschechischen Republik. Und Martina Hingis, die im letzten Jahr, ich erwähnte es eben, 3-mal an der Seite von Jana Novotná erfolgreich war, hat erklärt, dass sie mit ihr nicht mehr zusammenspielen wolle. Im Moment ist Anna Kurnikova ihre Partnerin, mit der sie, wie gesagt, das erste Grand Slam-Turnier des Jahres erfolgreich gestartet hat. Aufschlag Kurnikova im Einzel, Sie erinnern sich, unterlegen gegen Steffi Graf. 15-0. Und mit mehr Bewegung auf dem Platz in diesem Doppel Hingis und Kurnikova. Auch die beiden Französinnen, ein eingespieltes Doppel, spielen seit einiger Zeit gemeinsam, belegen in der Weltrangliste im Doppel die Plätze 7 und 10. Wir beide nach diesem Maß von Anna Kurnikova. Aufschlag Nathalie Tosia, eine ganz erfahrene Spielerin auf der Tour, 31 Jahre alt, aus Bayonne. Letztjährige Wimbledon-Finalistin, verlor gegen Jana Novotná. Es hilft nichts, die Entscheidung ist gefallen. Weiterspielen, meine Damen.
Freue mich wieder. Defensive Position von Hingis und Kurnikova. Beide Spielerinnen an der Grundlinie, zumindest am ersten Aufschlag von Kosia. Und der Ball geht ins Aus. Nervliche Probleme bei Fusai und Kosia, die viele Chancen nicht genutzt haben. 5:4 Führung für Kurnikova und Martina Hingis, die morgen das Finale hier bestreitet. Im Dameneinzel gegen Steffi Graf. Und wir haben einige prominente Tennisspieler im Verlauf dieser Sendung gefragt. Das setzen wir gerne fort. Tony Roach mit seiner Meinung. Wer Steffi kennt, der weiß, wie professionell eingestellt sie ist, wie hart sie arbeitet für ihre Erfolge, der kann sich nicht wundern über den Erfolg. Sie ist eine irrsinnige Athletin, sehr wettkampforientiert. Wenn beides zusammenkommt, ist sie schwer zu schlagen. Steffi Graf gegen Martina Hingis. La Grande Finale à Paris. Graf gegen Hingis, das Endspiel, morgen 14.15 Uhr im Ersten. Und dann sind Sie hoffentlich wieder dabei. Und nun die Chance für Hingis und Kurnikova, hier das Finale im Doppel zu erreichen. Aufschlag Martina Hingis. 2:4. Lagen die beiden zurück. Nun 5:4 Führung. Viele, viele vergebene Möglichkeiten für die Französinnen Fusai und Kosia. Sie zeigen Nerven. Sicherlich auch eine Reaktion auf diese drei Spielverluste in Folge. Gute Reaktion von Martina Hingis und zwei Matchbälle für Hingis und Kurnikova, denen man anmerkt, wie ihnen dieses Doppel Spaß macht. Der geht ins Aus. Und zum sechsten Mal in Folge steht Martina Hingis im Finale des Damen-Doppels bei einem Grand-Slam-Turnier. Diesmal an der Seite von Anna Kurnikova. Die Finalgegner, sie werden heute im späteren Verlauf des Tages ermittelt in der Begegnung zwischen den Geschwistern Serena und Venus Williams gegen Lindsay Davenport und Mary Pierce. Glückwunsch an Martina Hingis und Anna Kurnikova. Und nun gilt die Konzentration, speziell der Schweizerin, natürlich dem morgigen Finale im Dameneinzel ab 14:15 Uhr in der ARD. Wir machen weiter mit Wilfried Mohr.